Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Die Legende Gold D. Roger. Über ihn ranken sich viele Mythen und Geschichten. Sollte er es tatsächlich geschafft haben, der Allerbeste zu sein, wie es noch keiner vor ihm war? Wurde er wirklich Hokage? Ach, falscher Anime. Ups. Heute setzen wir die Segel mit dem wahrscheinlich größten Piraten in der One Piece Geschichte und begleiten ihn auf seinem Weg bis nach Raftel. Und auch auf seinem Weg bis zum Schafott. Wie lange hat Roger gebraucht, um bis zu nach Raftel zu gelangen? Wann ist genau was passiert? Gehen wir einfach mal alles so chronologisch wie nur irgendwie möglich durch. Ich glaube nämlich, dass so der ein oder andere wirklich erstaunt sein wird, wenn er jetzt feststellt, wann er erst wirklich mit diesem Ziel auf die Grand Line losgesegelt ist, beziehungsweise wie spät er das erst gemacht hat, wann was passiert ist, wer dann und dann schon dabei war. Ich glaube, es wird so einige erstaunen, denn genauso blöd habe ich bei der Recherche auch manchmal geguckt. Aber gut, fangen wir an. Gehen wir zum Anfang seiner Reise. Gold D. Roger wurde am 31. Dezember 1447 geboren. Dann ist es erstmal eine Weile still um ihn. Eine wirklich große Weile. Er traf irgendwann mal auf Rayleigh und hat wahrscheinlich viel trainiert. Hierzu hat man aber leider gar keine genauen Informationen, wann genau was passiert ist. Die nächsten Infos gibt es dann erst im Jahr 1496, wo er dann 48 Jahre alt ist. Am Anfang des Jahres fand er nämlich heraus, dass er eine unheilbare Krankheit hat und fing somit an, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, die Grand Line zu bezwingen. Jetzt startet also die richtige Reise. Dann spanische Inquisition. Bei dem Kap der Zwillinge hat er es geschafft, Krokus, den Ficker, für sich zu rekrutieren. Das war extrem wichtig, da er es mit seiner Krankheit sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Deshalb, merkt euch Kinder, mit Piraten-Aids ist nicht zu spaßen. Roger traf noch vor der neuen Welt auf seinen Rivalen Whitebeard und konnte auch schon dort Oden, Inuarashi und Nekomamushi in seine Crew holen. Außerdem hat Roger in diesem Jahr noch zwei weitere Crewmitglieder aufgenommen, nämlich die beiden damals noch extrem jungen Buggy und Shanks, welche damals erst 11 Jahre alt waren. Als nächstes ging es über den Wolken oder auf den Wolken oder zwischen den Wolken. Naja, sie sind nach Skypia gereist. Ja, darauf wollte ich hinaus. Auf Skypia hat Roger sich mit Gunford befreundet und da sie jetzt Bros sind, boah, Bro mit fucking Gott. Halt die Schnauze, Mr. Popo ist Gott, du Eiernacken. Durfte Roger sich frei bewegen und durfte ebenfalls alles erkunden. Nach ein wenig Rumstöbern auf der Himmelsinsel Skypia fand er auch die goldene Glocke der Shandia. Mit Hilfe von Odens Wissen wurde das Interesse von Roger gegenüber dem untergegangenen großen Königreich geweckt. Als die Reise dann auf dem Blauen Meer weiterging, trafen sie Ende 1497 auf Water 7 ein, wo sie auch Tom trafen. Dieser hat dann anschließend für die Crew das legendäre Schiff gebaut, die Oro Jackson. Roger wusste natürlich nicht davon, dass Tom deswegen exekutiert werden sollte. Immerhin kam das erst Jahre nach dem Tod von Roger. Anfang 1497 haben sie einen großen Schritt gemeistert und Fuß auf dem Sapaoli-Archipel gesetzt. Nun sind sie also nach knapp einem Jahr kurz vor der neuen Welt. Dort hat sich Rayleigh in Shaki verliebt. Ach, wie süß. Und ja, kurz darauf setzen sie Segel. Zur neuen Welt. Mitte 1497 zerstritten sich Inuarashi und Nekomamushi aus ungeklärten Gründen und verließen die Crew, um wieder zurück nach Zoo zu gehen. Zu etwa derselben Zeit kam Roger an die Finger von einer antiken Waffe. Was das genau für eine Waffe ist, weiß man jetzt natürlich noch nicht. Mitte 1497 fand die legendäre Seeschlacht At War gegen seinen Konkurrenten Shiki statt. Roger wollte sich allerdings nicht Shiki anschließen und ihm die Macht der antiken Waffe überlassen. Also gab's Beef zwischen den beiden. Dank eines starken Sturmes konnte der Großteil der Armada von Shiki ausgelöscht werden und Roger konnte mit seinem Schiff entkommen. Schon am Ende 1497 kam er auf der letzten Insel an und sein Traum wurde somit erfüllt. Also nach nicht ganz 2 Jahren hatte er es geschafft. Doch dort war die Reise noch nicht vorüber. Er fand über die Road-Pornoglyphen heraus und wollte diese sammeln, um nun die Wahrheit herauszufinden. Aktuell wissen wir, dass ein Road-Pornoglyph auf Zoo ist, ein weiteres ist in Big Moms Hand und somit auf Todland, noch ein weiteres ist in Kaidos Hand und somit sehr gut möglich, dass dieses auf Wano Kuni ist oder zumindest war, und das letzte ist verschollen.
Es kann also sehr gut sein, dass ein Road-Poneglyph auf der letzten Insel ist. Roger möchte noch, bevor er stirbt, alles wissen, was die Weltregierung vor den anderen geheim hält, und ausgerechnet auf der letzten Insel erfährt er von den Road-Poneglyphen. Die nächsten Haltestationen von Roger bestärken ja noch einmal sehr stark, dass das letzte Road-Poneglyph tatsächlich auf der letzten Insel sein könnten. Denn als nächstes besucht er Zoo, wo er ein Road-Poneglyph findet. Zu der Zeit sagt er auch zu dem noch sehr jungen Pedro, dass seine Zeit kommen wird. Und nächster Stopp, richtig, Wano Kuni. Wahrscheinlich ebenfalls zu einem Road-Poneglyph, doch genaueres wird hier nicht gesagt. Wäre ja auch irgendwie momentan ein Spoiler. Als nächstes unterwandert Roger Totland und war in der Lage, das Road-Poneglyph von Big Mom zu stehlen, indem er dessen Stimme gehört hat. Ich schätze, dass Roger dieses Road-Poneglyph anschließend im Meer versteckt oder einfach versenkt hat und Jinbei es wieder an Big Mom gegeben hat, als er es gefunden hat. Ende 1498 hat er dann auch schon alle Informationen der Road-Poneglyphen beisammen. Dadurch hatte er nun alles Wissen, um das Millenniums-Puzzle zusammenzubauen. Was? Schon wieder falsche Anime? Oh fuck! Dadurch hatte er nun das Wissen, um zu Raftel zu gelangen. Dort hat er Anfang 1499 über das verlorene Jahrhundert und über das untergegangene große Königreich erfahren. Also scheint Raftel extrem viel damit zu tun zu haben. Ist vielleicht sogar Raftel die Ruine des untergegangenen Königreichs? Wer weiß. Als nächstes platzieren sie auf dieser Insel den legendären Schatz, das One Piece. Daraufhin hat er seine Crew aufgelöst und ist verschwunden. Was auch sehr interessant ist. Das Geheimnis wurde gelüftet und doch unternehmen sie absolut rein gar nichts. Vielleicht lag es an der Krankheit von Roger, dass er einfach nicht mehr so viel mitmachen konnte. Vielleicht hatten sie einfach nicht die Macht, etwas zu unternehmen. Rayleigh meinte ja sogar, ich glaube in Folge 400, ich weiß nicht genau, was für ein Kapitel das jetzt war, dass sie damals nicht die Gelegenheit dazu hatten, das zu ändern, was auch immer dort beschrieben wurde. Von daher, mein größtes Rätsel, was ich in One Piece gerne mal wirklich aufgelöst haben wollen würde, ist das One Piece. Ich weiß, jeder hat sein eigenes Rätsel, zum Beispiel, was ist mit Blackbeard, warum kann er mehrere Teufelsfrüchte nehmen und so weiter. Aber ich finde, das One Piece ist so das größte Rätsel, was One Piece tatsächlich zu bieten hat. Aber was ist euer größtes Rätsel? Schreibt es mir unten in die Kommentare, aber weiter geht's mit der Reise, mit der Restreise. Ende 1499 hat die Weltregierung nun vor Angst vor seinem Wissen Unwahrheiten über ihn verbreitet, dass er ja gewalttätig und sehr, sehr böse sei. Außerdem gaben sie ihm den Namen König der Piraten, was ihn irgendwie eher bestätigen würde, also mich zumindest, also mich würde es freuen und so. Anfang 1500 verliebte sich Roger in Podcast die Rouge im South Blue. Liebe Harry! Liebe! Nein, nein, bitte, nee. Ei, ei, ei! Paar Monate später ließ er sie schwanger zurück. Tschüss. Jetzt käme bestimmt ein schwarzer Witz ziemlich passend. Lieber spanische Inquisition. Im August trifft sich Roger noch einmal mit Whitebeard, um ihm über den Willen des Dies zu erzählen. Ja, okay, das war eigentlich nicht der Grund, warum sie sich getroffen haben. Eigentlich wollten sie sich nur ein letztes Mal vollsaufen. Im selben Monat hat er sich aufgrund seiner Krankheit der Marine gestellt. Im Gefängnis bat er dann Garp, dass er auf seinen Sohn aufpassen soll, welchen Gefallen Garp dann auch nachgeht. Und Podcasty Rouge trägt dann mit ihren 20 Monaten Schwangerschaft ja auch irgendwie einen Teil damit bei. Im September kam dann die Nachricht raus, dass Roger in Logtown hingerichtet werden soll. Also kam Shiki auf die geniale Idee, alleine das Marinehauptquartier zu stürmen. Und ja, wird festgenommen. Ende September war es dann auch soweit. Roger wurde hingerichtet und mit seinen letzten Worten hatte das große Piratenzeitalter eingeläutet. Das war die Reise von Gold D. Roger. So Freunde, das war jetzt Rogers Reise ganz über die ganzen Weltmeere, was er alles getrieben hat, wann er was getrieben hat und so weiter. Ich habe das visuell... Ich glaube, ich habe für das Visuelle, für diese scheiß Bootfahrerei da und so weiter und das Ganze raussuchen und selbst zeichnen, viele Teile davon... Ich glaube, dafür habe ich so die meiste Zeit natürlich gebraucht, so um die insgesamt für das ganze Video circa 35 bis 40 Stunden, wenn man es so Pi mal Daumen nimmt. Aber das meiste ging halt für das Visuelle drauf, denn mein PC ist da auf 98% des CPUs hochgefahren und ich denke mir so, ja, Suizid ist nah dran. In nächster Zeit werde ich dann auch die ganze Laufbahn von Roger und die ganze Laufbahn von der Strohbande vergleichen. Wie lange hat wer was gebraucht, wo waren die wann, weil die hatten ja so ziemlich fast genau den gleichen Werdegang, sag ich mal. Und dann werden wir alles Stück für Stück vergleichen. Zwar wird das visuell nicht so krass sein, niemals, das tue ich mir nicht nochmal an. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, so ist es nicht, aber das wäre dann für das Video noch um einiges kritischer,
weil ich habe halt wirklich stückweise 10 Stunden am Tag gearbeitet, 3 Tage hintereinander. Ich habe Training vernachlässigt, alles Mögliche. Aber ist ja egal, ist ja gut geworden. Ich bin stolz drauf, ich finde es geil. Auch wenn zum Schluss die 1500 da, fuck, das ist voll behindert, aber egal. Ja, ich werde halt die Strohhutbande-Zeitlinie und die Roger-Zeitlinie vergleichen, wann haben die was gemacht und so weiter. Aber ein bisschen weniger ins Visuelle gegangen, sondern ein bisschen simpler gehalten. Weil das Video wird auch um einiges länger sein als das hier, glaube ich. Aber was denkt ihr, was ist Raftel, beziehungsweise was befindet sich auf Raftel? Ist Raftel das große zerstörte Königreich, beziehungsweise sind das die Ruinen von dem großen Königreich? Hat Roger dort das One Piece gesetzt und eine antike Waffe, oder ist das One Piece, die antike Waffe? Was ist dort? Was sind eure Gedankengänge dazu? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, denn das ist für mich so das größte Rätsel. Was ist das One Piece? Was ist Raftel so wirklich? Also ich denke, das ist das untergegangene große Königreich. Aber was ist eure Meinung? Schreibt es wie gesagt unten in die Kommentare. Merch-Link, Instagram und Patreon findet ihr unten in der Beschreibung. Mein Livestreaming funktioniert wieder, das heißt, ich werde auch wieder livestreamen. Manche Livestreams werden nicht geuploadet, da werde ich einfach mal runterkommen. Einfach mit euch unterhalten, da werden auch die Patreons dann mit mir reinkommen und mit mir im Livestream sein und sich da dann unterhalten können. Diese werden dann aber wahrscheinlich nicht hochgeladen werden, je nachdem wie das Video war. Halt, wenn es informativ war, dann kommt es hoch, wenn nicht, wenn es nur so eine Plauderei war, dann braucht das ja nicht unbedingt hochgekommen zu sein, was? Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde!